Oh, okay. Damit willkommen zurück zu einem neuen Part Baldur's Gate 3. Ich habe da ein bisschen gesucht und gefunden. Hier gibt's doch diese. Ich bin dumm gewesen, hier zwei, dreimal durchgelaufen und hab's nicht gesehen. Gibt's hier ein paar. Mir hätte es auffallen müssen, als das Bild hier aufgeleuchtet hat. Als wir auf den Knopf gedrückt haben, viel zu klein Zähzchen. Das war hier auf die Knöpfe drücken und die Gemälde. That bright tower, it's Moonrise, or it used to be. Okay, haben wir hier. Catherick Thorne, bowed by grief for his daughter. Okay, das war nicht gut. Das hat wohl eine Falle ausgelöst. Das ist nicht so gut. Machen wir die beiden hier zuerst und dann das letzte. Natürlich jetzt hier Stopplooster. Wenn jetzt ein Bosskampf rauskommt, dann am Arsch. Oh! Okay. Das war offensichtlich richtig. Und hier geht's jetzt weiter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich hier hin will. Edelstein. Nein, wir sind alle relativ fit. Charmed, I'm sure. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Selbst wenn. That disc looks like it can move. A way forward? Yeah, but where's it lead? Wir sollten einen Bosskampf hinkriegen. Hätten vielleicht mal speichern sollen. Speichern wäre nicht schlecht gewesen. Können wir vielleicht jetzt mal machen. Interessant. Gerade noch so rechtzeitig gespeichert. Ist auch schon gut. Proben der Scharen. A Scharen structure going by the design. Okay. Nicht auf die Tafel treten. Nicht jede Falle auslösen, Leute. Das war vielleicht nicht so gut. Proben, oh Gott. Noch mehr Rätsel, die wir nicht gelöst kriegen. Das soll hier wahrscheinlich wieder in der Richtung. Und die Platten sind wir in einer bestimmten Reihenfolge treten. Denke ich doch mal. Wenn ich das falsch mache, wird wieder eine. Wird eine falsche. Wird wieder eine Falle ausgerüstet. Lasst mich mal ein bisschen cheaten. Will sie nicht in jede Falle tappen.
Okay. Haben wir links und rechts noch irgendwelche Anhaltspunkte? Sieht nicht so aus. Hier haben wir ein Schalterrätsel. Ja. Okay, können wir. Ich dachte, es wäre was mit den Rätseln. Mit den Knöpfenrätseln, das sind gefallen. Okay, ich habe. Ach, Scheiße. Okay. Das ist nicht gut. Okay, wir sollen ein bisschen vorsichtiger sein. Ui. So, hier irgendwas, was wir machen können, den Hebel. Wenn das der falsche ist, dann. Ach, fantastisch. Schon der falsche. Ich sehe nichts. Hat mal jemand Licht? Gut, dass wir gespeichert haben. Wir gehen gerne drauf. Okay, rechts war also falsch. Swift as my feet can carry me. It's can only be the work of Shah worshippers. Nicht auf die Schalter treten. Wir sollten hier nochmal speichern. Shah's warriors must not be caught, must not be tricked.
Only loss awaits the unworthy. Trap. Just as I expected. That voice. Could it be the Dark Goddess herself? Step carefully. There's a trap. Hier ist ein Schalter. Okay, das war scheinbar richtig. Mystisches Weihrauch, was? Okay. Wir sind wahrscheinlich vorhin dort drüber gelatscht. Oh, Kacke. Das sollte nicht passieren. Können wir drüben noch einen Raum oder sie ist bloß gerade nicht. Ach komm. Ich werde einfach alleine durchlatschen und die am Anfang stehen lassen. Schon schlimm genug. Mit dem Rätselbord. Oh mein Gott. Mal schauen, wie viele Anläufe wir hier noch brauchen. Bis wir es mal schaffen. Das mache ich aber lieber alleine. Dieser Maschine hier warten. So, hier warten. Schade, dass wir Schatten und Herz nicht mehr mit haben. Ist das Shah herself, who speaks? Trap, be cautious. Okay. Wir schaffen es diesmal, ohne die Falle auszulösen. Wir lappen die Lampe runter. Jetzt vorsichtig. Okay, die können wir ausmachen. Und da sehe ich noch andere. Die können wir so ausmachen. Hier muss noch runter. Da muss es vielleicht noch einen geben. Da ist eine Falle und da ist ein Hebel. Meine Pflegestangen. Ist aber gut, ich weiß, wo die Fallen sind. Glaube ich zumindest. Und die nächste Lampe runter. Vorsichtig. Okay.
die Lampen löschen. Mir ist da nicht ganz wohl dabei, um Dunkelheit zu laufen. Au! War doch nicht zu nah dran. Steintür. Müssen wir wahrscheinlich das Rätsel verlösen. So, die andere Seite. Okay, hier wird's interessant. Hier gibt es einen Schalter. Be wary, this place is trapped. Ja. Und die nächste Lampe. Aber ich kriege die da oben. Hier ist noch eine und da ist noch eine und da müssen wir runterkriegen und die dort drüben können wir einfach so nehmen. Okay, da ist noch ein Hebel. Der vierte Hebel. So, jetzt hier vorsichtig. Wieder rüber. Ach, jetzt sind die beiden da auch drüben. Runter. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir hier die aktivieren. Nur nicht auf die Fallen treten. Wenn der Kampf stattfindet, sind wir wahrscheinlich sowieso wieder kopiert. Ach, da drüben leuchtet noch einer. Das ist natürlich blöd. Na, sehr schön. Nein, wegen dem. Oha. Vielleicht mal vorsichtig lang gehen. Da muss ich auch allein lang gehen. Step carefully. There's a trap. Okay, vorsichtig. Schritt für Schritt. Schleichen. Wenn wir hier reinlatschen, dann sind wir sofort.
Dann wurde hin und her geschleudert. Okay, ich bin gespannt, was passiert, wenn wir hier. Einmal Spiel speichern. Welcome, child. Follow my voice and prove your worth. Nicht auf den Feind treten. Die Steintür ist offen. How much further can I go? Trap. Be cautious. Vorsichtig, Leute. Better not be cursed. Das nächste Rätsel erwartet uns. Wahrscheinlich. Ach du Scheiße. You do not belong here. Your mind upends. Somehow in the decayed soup of this creature's brain, a tadpole lives. Another presence nurtures it, manipulates it like a puppet. You plunder! You meddle! You upset my plans. Leave! Cetrero schickt mich, ich soll einen gewissen Balthasar treffen. Drei Leichenteilen Persönlichkeit, mit wem oder womit redet ihr hier? Verschwindet, ich rede nicht mit Knochenhaufen. Warte, ich habe gehört, dass man aus Knochen Instrumente machen kann. Und das hier ist einfach lächerlich. Dich zum Gehen wenden. Bones! They are more than bones! More than flesh. More than skin, blood, hair and piss. They are more. They are mine. Now leave before. Stupid worm infested cockhead! You have awoken the shadows! My forces are split. The defenses are thin. Rally on me. A wall of bone and blade against the darkness. Now! Oh, verdammt. Oh, schon verdammt. Wann denn da nur Land? Weiß ich nicht, wer ist unser Gegner? Die Routen offensichtlich. Ein Fehlschlag. Fantastisch. We'll ascend. On the move. Was machen wir jetzt? Wir kämpfen also auf unserer Seite mit. Wir müssen mal die hier ausschalten.
Okay, jetzt müssen wir erstmal den Kampf überstehen. Das dürfte nicht so schwer werden. Nicht genug Bewegungsreichweite. Aha, dann erschießen wir ihn. Okay, Schnack. Die sind aber auch so gut im Fehlschlagen. Verlockende Dunkelheit. Okay, vielleicht sollten wir uns dazu mal kümmern. Okay, es kommen neue dazu. Need to find a way forward. Schwarze Loch ausschalten. Okay. Nein, die Bombe zünden wir noch nicht. Wird er geputzt. Bisher relativ unproblematisch. Aber das kommt vielleicht noch. Kann alles noch schlimmer werden. So, Kalach ist dran. Auf die rüber. Schattenbeben müssen wir ausschalten, denke ich mal. Das könnte uns noch gefährlich werden. Bisher wird uns hier gar nichts gefährlich. Was nicht ist, kann auch werden. Badische Inspiration auf Kalach. Okay, wo ist man? Achso. Ich bin jetzt gar nicht mit Kalach unterwegs. Einfach ein gewöhnlicher Angriff. Ich kann es kein Fehlschlag, das. Ah, da kommen die dazu. Jetzt wird ich hier abgemetzelt. Ich habe mir schon überlegt. Ach du Scheiße. Ich habe schon überlegt, wenn wir hier. Falls wir nochmal das Portal versuchen sollten. Sollten wir vielleicht mal Mietlinge versuchen. Na, ja, Fehlschlag. Weil mit den Mietlinge kann ich einsetzen. Die können mir egal sein. Die können dann drauf gehen. Wenn die Mietlinge halbwegs gut sind, dann können wir den kämpfen. Da brauche ich keine Angst haben, dass einer hier. Dass einer stirbt. Einmal Heilung. Ja, da braucht ein bisschen Heilung.
Okay. Den müssen wir auch ausschalten. Dann komme ich jetzt mal ein. Gemetzelt. No gloom, all doom. Kann ich vielleicht schon mal ein Feuerball hier rüberschicken? Nichts unterbrochen, verdammt. Na dann. Kämpfen wir erstmal hier. Kritischer Fehlschlag, na toll. Jetzt hier. Doch nicht alle auf mich. Nicht alle auf einen, das ist doch unlustig. Hier sind noch mehrere. Auf die ich ein bisschen Mobbingkreis. Und das mal lassen. Alter, ich muss mal fliehen hier. Einer weniger. Ich brauche deine Teilung. Wir müssen uns mal aus der Schussbahn begeben, nachdem wir uns geheilt haben. Mal ein bisschen im Hintergrund spielen. Hören wir ihn mal. Sein, dass da hinten steht und nicht angegriffen wird. Sehr schön. Die Typ kann sich teleportieren. Justizierrecher sind das. Okay. Nächstes werde ich jetzt nicht mehr dürfen. Da wird Gejab gestorben. Na komm. Die ist tot. Gelbe Aufteilung. Kommt sofort. Ist nicht viel, aber. Kritischer Fehlschlag, na toll. Okay, einer weniger. Wie kriegst du jetzt da unten? Oder auch nicht. Na komm, aber das haben wir doch bald. Die Schatten sind irgendwie verschwunden. Oh Mann. Okay. Es gibt Rache. Aufhelfen können wir nicht mehr. Sehr schade. Richtungshof gelungen. Ich werde ihm mal aufhelfen.
gucken, dass sie noch drauf geht. Na komm, mach Platz. Du bringst dich mal in Sicherheit. Weg hier. Hier schlafen. Geht er da unten? Na, die Teleportation wird aber auch nichts helfen. Sehr schön. Und Level up für alle. Okay. Was gibt's bei dir? It's quite thrilling to fight off such grim creatures as this region throws at us. Especially being at your side. Once read a book that explained in some detail the effect a brush with danger has on one's desire for other forms of stimulation. Have you ever read anything on that subject? Was wollte ich mir damit sagen? Gelesen, ich hätte es schreiben können. Selbst hier führt ihr euch zu mir hingezogen. Ich lese nicht viel, doch ich habe einige sehr informative Schaubilder gesehen. Eigentlich wollte ich über ein interessantes Thema sprechen. I believe you. You never look so beautiful as at the end of a stirring battle. Müssen wir jetzt flirten? Gaze bright. Mitten in Toten. Muscles glistening. It's just the thrill of our near undead experience talking. Standing at your side through such darkness and disrepair. It only makes me want you more. Wollen wir hier auf dem Leichenhaufen? Unfortunately, this is neither the time nor the place to indulge such feelings. So, you must be patient and push all such thoughts aside. For now. Was there anything else you wish to discuss? Gefühlt, es kann nicht einfach sein, der Möglichkeit des Todes gegenüber zu stehen. Okay, wir sollten mal Level upen. Ich meine, eine lange Rast, weiß ich nicht, ob wir die hier machen sollten. Obwohl, was. Was soll schon passieren? Hinterklassenmerkmale. Zwei Zauber können wir dazu nehmen. Stufe 6 haben wir jetzt schon. Tote beleben. Fluch. Gegenzauber. Versuche dich selbst oder einen anderen verbundenen Fähigkeiten zu fliegen. Das ist nicht schlecht. Das würde ich gerne probieren. Und Tote beleben ist eher was für Lätsel. Schutz vor Energie. Hast. Hilfe des Schutzes.
Dunkle Sicht. Ja, das macht hier gerade sehr viel Sinn. Gasförmige Gestalt verwandelt dich oder den Verbündeten in winzige Gasvögel, die wirklich nicht fallen kann. Durch keine Öffnung passt. Es ist sehr schwierig, ihr Schaden zuzufügen. Das ist sehr gut. Und jetzt irgendwie noch mit reinnehmen. Das können wir sehr gut gebrauchen. Tauschen wir gegen die Rüstung. Das Eismesser gegen das Fliegen. Machen wir das so. Gehen gleich ins Lager. Genau. Neues Talent verfügbar. Aha. Den Zauber können wir ändern. Den Rückzug haben wir bei ihr noch nie gebraucht. Falsches Leben. Das könnte was sein. Brennende Hände. Okay, wähle aus der Liste ein Talent aus. Hexenmeister haben wir schon. Kampferprobte Zauberwirker, Tavernenschläger. Waffenmeister wäre was, weil wir wollen die ja irgendwie auf zum Draufhauen kriegen. Naja, das ist nur Waffen geübt. Drehfertigen deine Wahl geübt. Okay. Wilde Angreifer. Belastbar Stärke. Wir können Magier mit dazu nehmen. Meistens Kampfkunst. Magiertöter. Was gibt's da für Zauber? Die so ein bisschen zum Nekromanten machen. Wenn das geht. Und bin ich. Ach du Scheiße. Aus Versehen rausgeklickt. Den mit dem ersetzen. Okay, wir müssen uns das bisschen durchlesen, was wir hier. Meist auf schwere Waffen. Ist auch mal was. Ich meine, sie und Karlach haben halt wirklich zum Draufhauen. Deswegen wäre ich fast hierfür. Wenn du mit einem Nahkampf-Waffenangriff einen kritischen Treffer ziehst und eine Kreatur tötest, kannst du in dem nächsten Zug einen weiteren Nahkampfangriff als Bonusaktion. Wir haben jetzt schon Bonusaktion mit ihr. Wie nix. Aber das ist cool, den können wir metzeln. Machen wir 6, 7, 8, 9, 10.
Beim Angreifen schwerer Nahkampfwaffen mit der Pistole. Widerstandsfähig. Okay, das sind solche Zauber. Kann mich echt nicht entscheiden. Glückspilz. Armbrustexperte. Zwei Waffenkämpfer. Wäre auch was. Wo waren das jetzt hier? Meister schwere Rüstung, schwere Rüstung, Meister schwere Waffen. Nehmen wir das einfach mal. Obwohl das eher. Dann machen wir so ein bisschen zum Barbaren. Haben wir zwei Barbaren irgendwie im Team, aber was soll's. Hier auf das Aussehen, okay. Hier Aspekt Bär. Nimm Kräfte eines anderen mächtigen Tieres an. Vielfraß. In den Bluten ist auf giftiges Zielen greifst, verschlimmst du aus dem Entzug lang. Wow. Die Tragkapazität ist verdoppelt und du bist im Stärkewürfel von einem Vorteil. Das macht Sinn für. Für einen Baba. Heimlichkeit übt. Vielfraß, das wäre mal interessant. Hengst, nicht Dachs, nicht Adler, Krokodil, Schimpanse, Bär, stimmt, Vielfraß. Hier probieren wir vielleicht mal einen Kampffrosch, kannst du anstacheln des Höhlenältesten, nehmen wir mal Wolfs. Und mich ohne Haare. Ein Bandit, okay. Ein Zauber können wir. Pflanzenwachstum. Hypnotisches Muster. Hypnotisiere Kreaturen, die das Muster sehen können. Sie können wieder Aktionen, das wir noch nicht angreifen. Das ist nicht schlecht. Blindheit, ja. Mit Toten sprechen. Ich will mit Toten sprechen. Sorry. Hier können wir mal Zauber setzen. Den Fluch könnte man gebrauchen. Nachteil beim Würfeln. Das können wir dafür rausnehmen. Frucht, die wir nie eingesetzt haben. Schlafen haben wir nie eingesetzt. Also, let's go. Methoden sprechen. Vielleicht mal versuchen.
Sie darf kein Untoter sein. Auch schade. So, das Lager wird nochmal schnell. Vielleicht nicht hier mitten im Leichenhaufen. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht. Wir gehen jetzt hier nicht Ärger, weil wir. Ey, was? Unsere Bücher. Haben wir gerade eine Andacht gemacht oder was? Mal wurde gestanden und alle gelesen. Jemand sagt bestimmt der Gesprächsbedarf. Oh, Arabella. Hey, you. I made it. Easy peasy. You find Mom and Pops? Ich habe den Eltern noch nicht gefunden. Well, hurry. They gotta be somewhere. And I don't want them worrying. Then I'll teach you to conjure those vines. Ich bin noch nicht sicher, ob ich die finden werde. Der redet mit Lazarus. Die redet mit Lazarus. Können wir mal Schattenherz wieder mit ins Team nehmen? Gerd hatte ich mit ins Team genommen, weil. Schattenherz, vielleicht können wir die dann auch noch mal gleich retten und leveln. Wahrscheinlich. The Gauntlet of Shah. I can't believe it. I can't believe we found the Dark Lady's sacred crucible. War ja ein overwhelming. Worship of Lady Shah is usually dabei sein, wenn wir hier einen Shah-Tempel entringen. Her holy sites have to be modest, well hidden. But that place. I never knew such grandeur had been built in her honor. Dies ist der Ort, an dem ihr dunkles Dezernen werden könntet. Vielleicht würde euer Traum bald wahr. Sagt mir, was ihr von dem Ort wisst. I know. I can scarcely believe it's real. But I saw it with my own eyes. Felt the polished stone walls raised in Lady Shah's honor. Normally, it would not be for me to pursue becoming a Dark Justicia without a superior's command. But this is different. My lady wanted me to find this place. I know it. Ich weiß nicht so richtig, ob das was ist, was sie will. Das die dunkle Justizial, da habe ich schon ein paar begegnet hier im Spiel. Da waren ein paar Skelette, die schwächere Skelette, die uns hier angegriffen haben. Ich weiß nicht. The Gauntlet of Shah is no ordinary temple. It is the highest test of the Dark Lady's faithful. To judge if they are worthy of becoming a Dark Justicia. The Gauntlet has double meaning. It speaks of the ordeals to be overcome and of the armored fist of Lady Shah that would embrace the worthy. Survive the crushing Gauntlet and be embraced by the Night Singer at its very core. The old ways were lost over time. Ist vielleicht nicht schlecht, now some claim the rank simply by killing a single Saloonite. But before, they were a true elite. Many would attempt the trials, but few would succeed. Was haltet ihr von Kevin Kron, nachdem ihr nur lebhaftig gelernt habt? He's trouble. Worse, he's a traitor. Whatever loyalty he had towards Lady Shah is long gone. It would please her greatly to see him meet his long overdue end, I'll wager. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. After all, what I shared with you about my past, about being saved from the wolf, that is not something I would normally even dream of sharing. Das ist schön, das weißt du zu schätzen. All right.
right. Some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. Und Level up für Schattenherz. Okay, Stufe 6. Ah ja. Ach, sie wollten wir zum. Sie was, die wir zur Nekromantin machen würden. Tote beleben. Und Toten sprechen, das wäre eher was für sie. Das haben wir uns beigebracht. Spirituelle Waffe. Wiederbeleben ist eine gute Sache. Aber lustloser Zauber, weil wir einfach hinrennen können und aufheben können. Tageslicht, Zauber im Gegenstand. Massenheilendes Wort. Ja. Lichtfeuer von den Verbündeten gewinnen bei Heilung. Maximal mögliche Anzahl Wetterfunken zurück. Wer weiß jetzt im Fort. Okay. Das haben wir noch nicht eingesetzt. Gebiet der Heilung konnten wir auch irgendwie noch nicht. Ja, da würde ich gerade das hier wieder rausnehmen. Flugbrechen Giftschutzes. Zur Gift. Ah, schaffe einen untoten Diener aus seinem Weg, das ist schon gut. Behalten wir so. So, lange Rast. Na dann weiter geht's hier. In den Ruinen der Schau. Ruinen nicht, Tempel der Schau. Okay, nichts passiert. Jetzt das Uralt-Altar. Alter, Alter. Täuschungsbestie. Oh je. Wait, die kenne ich doch, die kennt die Täuschungsbestie, die kennt ich aus. Die kennt ich aus Dungeons & Dragons, dem Film. Ehre unter Dieben, da war die doch drin, oder? Daher kennen wir die. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Nächstes ist das hier auch definitiv eine Falle. Here. So many must have toiled to make a visage so grand. It's beautiful. Schon herzlich eine Idee. Shah's blessings upon you. Let's see what this does. Können wir verwenden? Oh, hier sind wir. Maybe not. Interessant. This can just end cards. Next time's the charm. Dann versuchen wir es vielleicht hier lang. Steht keine Täuschungsbestie.
Wegpunkt entdeckt. Aha. Griffel Chorms Relikt. Das wollen wir da, wollen wir im Teufels Herz so offen sein. Sieht so aus, als ob das Teufels Herz irgendwo dort ist. Eine Ratte. Steht hier Wache. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Zurück oder ich muss mir gleich deine Eingeweide von den Sohn kratzen. Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Try it. A lot more guts than you'd expect. A lot more. Rattenkampf. Hier ist noch eine andere Ratte. Eine schwere Schlacht gewonnen. You kill many, but many remain. Stop! Spare our lives or face my teeth and claws. Every little death fills my head with more thoughts. It's too much, too painful. Kill one more of us and you will pay. Aha. Verhandelt sonst nicht mit Ratten, was springt für mich raus, wenn ich euch leben lasse? Du bist eine gewöhnliche Ratte, was das seid ihr in der Licht. There are treasures. Useless to us now, but once they had value, meaning. We hid them away. Untouched for a lifetime. Keep your word and we will reveal them to you. Es ist gut, eure Leben für die Schätze. Hoffentlich seid ihr ehrlich. Aha, was können wir noch hier wählen? Du bist keine gewöhnliche Ratte, was? Seid ihr alle nicht? Ist mir ehrlich gesagt egal. And you better be true to your word. I am small, but we are many. Now fetch your prize and leave. Okay, die Ratte geht dort lang. Wir folgen ihr. Nothing of value comes. Ich auf die Fallen treten. Overcome my trials. Countless initiates walk these halls once. Seeking to become dark justices. I will follow in their path. I will succeed. Wo ist der Schatz? Wuchtige Tür. Oha. Dieselbe Prüfung. Da haben wir nichts für. Können wir wieder gehen? Scharitenvorräte. Ah, okay, das hier unten. Na, wie kommen wir da lang? Wie kommen wir lang? Warum bebt hier denn alles so? Okay, sind wir eine Etage tiefer. Ist noch mehr Türen.
Dann gehe ich vielleicht doch mal erstmal unten lang. Keine Ahnung, was das hier macht. Dreht sie den Hebel. Bin ich nicht wirklich so scharf drauf, die alle zu lösen. Ich meine, wenn wir es müssten. Dann machen wir das, aber da vorne gab es einen Weg. Den würde ich mal versuchen. Können wir hier was erreichen? Nicht auf die Falle treten. Hier muss ja mal speichern. Hier scheint es in die Richtung zu gehen, wo wir hin müssen. Hier finden wir vielleicht Gaffrix Forms Relikt. Und vielleicht auch dann da drüben die. Hinter der Tür dann dort die Schatzkammertür. Ja, da finden wir bestimmt auch das Eisen. Okay, ich würde mal sagen, machen wir das im nächsten Part. Das sieht so aus, jetzt müssten wir hier wieder kämpfen. Ja, daher würde ich sagen, bleiben wir mal hier in dieser schönen Position und stellen wir uns im Team das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part, Baldur's Gate 3. Ciao, ciao.